Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Der Monat ist rum, also dachte ich, machen wir mal wieder Monatsfavoriten. Das haben wir jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Monate sogar nicht gemacht. Ich glaube, im Dezember ist ausgefallen, im Januar sowieso durch die YouTube- und Instagram-Pause. Und es hat sich so ein bisschen was angesammelt, so ein paar Sachen, die mich sehr glücklich gemacht haben. Eine Anschaffung, die ich durch euch gemacht habe. Und ich dachte, ich teile mal wieder so ein paar Sachen mit euch. Wie immer, denkt dran, es geht in diesen Videos nicht darum, dass ihr blind losrennt und einfach alles nachkauft, sondern es geht darum, so ein bisschen zu inspirieren, hier und da vielleicht auch mal zu gucken, gibt es in der Kategorie irgendwas, was ich mir auch mal wieder angucken könnte, was mir gut tut, was ich vielleicht auch noch im Schrank habe. Also einfach da so ein bisschen eine kleine Erinnerung, nicht einfach blind losgehen und alles kaufen. Und falls euch was interessiert, findet ihr alle Produkte wie immer in der Infobox aufgelistet und verlinkt und so weiter. Wenn ich dran denke, schreibe ich auch immer den Zusatz dazu, ob es was ist, was ich mir selber gekauft habe, ob es was ist, was mir zugeschickt wurde oder was Familie und Freunde mir geschenkt haben, damit ihr einfach für euch entscheiden könnt, welche Informationen wertet ihr wie auf. Ich weiß ja auch, dass Leute sagen, boah, wenn es zugeschickt ist, dann glaube ich generell nicht. Vollkommen in Ordnung. Ich will nur, dass ihr die Infos habt, dann könnt ihr für euch entscheiden und durchklicken oder eben auch nicht. Sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Und zwar würde ich euch gerne ein Deo empfehlen. Und ich glaube, die Leute, die mir schon länger zugucken, wissen, dass ich mehrfach versucht habe, mit aluminiumfreien Deos irgendwie einen Deo-Stütz herzustellen. Und ich lande immer wieder bei den Deos, die für mich einfach am besten funktionieren. Von Rexona, ich glaube, Nivea hat auch so eins in diesen Drehteilen, wo so wie so eine weiße Creme drin ist. Das funktioniert für mich am besten. Damit komme ich durch den Tag, ohne irgendwie unangenehm zu riechen. Und auch da, ne, der Hinweis, wenn ihr sagt, ich finde das nicht schlimm, Schweißgeruch ist für mich vollkommen okay. Und natürlich macht das auf jeden Fall. Ich persönlich für mich mag das nicht so gerne und suche eben nach einem Deo, was mir hilft, dass das nicht passiert, im Idealfall über den Tag verteilt. Und ich habe bis jetzt noch nicht ein aluminiumfreies Deo gefunden, was für mich funktioniert. Von daher bleibe ich bei den ungesunden Deos. Aber ich empfehle euch heute trotzdem ein aluminiumfreies Deo, weil es einfach einen total emotionalen Wert für mich hat. Haltet mich für bescheuert, aber ich bin ja ein totaler Duftmensch. Ich verbinde Düfte ganz, ganz doll mit Situationen, mit Menschen, mit guten und schlechten Momenten. Und es gibt immer wieder so Düfte, auf die ich zurückgreife und an denen ich rieche und denke, krass, ich bin sofort wieder in der Zeit und kann mich wieder so reinfühlen, wie sich das alles angefühlt hat in der Zeit. Und irgendwie manchmal bin ich sentimental. Und ich bin neulich durch die Drogerie gelaufen und dachte, krass, das CD-Wasserlilie-Deo, das habe ich über Jahre benutzt, als es noch in so einem Glasbehälter war, mit so einer Flüssigkeit drin. Und das habe ich mit mir rumgeschleppt und es ist mir auch mal in meiner Schultasche kaputt gegangen und dann roch über Monate meine Schultaschen und meine ganzen Schulsachen nach diesem Deo. Und irgendwie verbinde ich eine sehr, sehr witzige Zeit mit dem Deo. Auch verschiedene Theaterproduktionen und irgendwie ist das ganz schön. Ich habe dran gerochen und dachte, ich muss es mitnehmen und jetzt habe ich es in der Tasche. Und auch wenn es jetzt für mich keinen Deo-Schutz in dem Sinne bietet, aber manchmal, wenn ich so über den Tag verteilt denke, oh, irgendwie so ein bisschen auffrischen, dann benutze ich das und fühle mich damit irgendwie total wohl und bin so eingehüllt in Nostalgie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr auch so ein Deo oder ein Parfum oder so, das euch an eine bestimmte Zeit erinnert. Riecht einfach mal dran. Das ist wirklich witzig, wie sehr einen das manchmal so zurückkatapultiert. Ist nicht immer gut, weiß ich, aber in dem Fall ist es irgendwie so ein bisschen sentimental Kindheit. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich ein Jungglück-Produkt für euch, das ich jetzt das dritte Mal nachbestellt habe, und zwar das Calendula Gesichtswasser. Ich habe im ersten Moment gedacht, euer Gesichtswasser, weiß ich nicht, habe ich mich noch nie so rangetraut. Habe ich den Sinn auch nicht so ganz gesehen und habe irgendwann dann mal auch auf Nachfragen bei Jungglück, wie man sowas überhaupt anwendet und so weiter, angefangen, das nach der Reinigung aufs Gesicht aufzutragen. Also ich benutze quasi das Reinigungsöl, schminke mich ab und dann trage ich das aufs Gesicht auf und nehme das mit einem Wattepad vorsichtig ab. Und zum einen habe ich das Gefühl, dass es immer noch mal so ein bisschen mehr runterholt, auch wenn ich eigentlich nach dem Reinigungsöl schon das Gefühl habe, ich bin gut abgeschminkt, aber so ein bisschen ist immer noch was auf dem Pad. Vielleicht ist es auch Selbstbräuner im Gesicht, ich weiß es nicht, den ich damit abnehme, keine Ahnung. Aber was mir sehr auffällt ist, wenn ich das benutzt habe, ist das Gesicht danach richtig durchfeuchtet. Manchmal, wenn ich irgendwie sehr viel gepflegt habe und das Gefühl habe, meine Haut braucht ein bisschen Pause, lasse ich das dann so und trage nicht mal mehr eine Nachtcreme auf. Und das als jemand, der sehr trockene Haut hat. Aber jetzt gerade im Winter trage ich schon Nachtcreme auf. Aber manchmal so im Sommer, wenn es dann auch warm ist und ich habe nicht so richtig Lust drauf, reicht es, dieses Calendula Gesichtswasser aufzutragen für meine Haut, um sich einfach gepflegt anzufühlen. Ich bin inzwischen riesengroßer Fan. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Gesichtswasser empfehle, aber das ist wirklich toll. Die haben auch ein Zink-Gesichtswasser. Ich glaube, das ist eher auch so für unreine Haut gedacht. Für den Fall, dass ihr euch da mal umgucken wollt. Aber das hier ist wirklich richtig, richtig toll für empfindliche, sensible, trockene Haut. Kann ich absolut empfehlen und bin ich großer, großer Fan von. Das nächste ist eine Sonnencreme, die ich euch definitiv schon empfohlen habe und die ich jetzt nochmal in die Kamera halte, weil ich gemerkt habe, dass so ein paar Leute nachfragen, wie ich meine Foundation benutze. Ich benutze ja seit Jahren die Estée Lauder Double Wear Stay in Place, in meinem Fall jetzt in 1W1.
meins. Ja, das hat sich verändert für die Leute, die lange dabei sind. Ihr habt jetzt gemacht, oh mein Gott, bitte? Die funktioniert von der Farbe her für mich jetzt viel, viel, viel besser. Und die ist ja eigentlich eher konzipiert für öligere Haut oder Mischhaut und nicht für trockene Haut. Die allermeisten, die trockene Haut haben, sagen, boah, wenn man die so einfach aufträgt, dann setzt sie sich sehr ab oder sitzt auf dem Gesicht. Das habe ich absolut gar nicht, weil ich sehr stark mein Gesicht pflege und weil ich Sonnencreme drunter trage. Das mache ich jetzt ja auch schon seit Jahren. Klar, vergesse ich auch mal, aber grundsätzlich trage ich im Sommer wie im Winter Sonnencreme auf, einfach um die Haut schön zu schützen vor den UV-Strahlen. Und ich merke immer wieder, dass wenn ich jemanden, der sagt, oh, Estee Lauder so von der Deckkraft super und die Haltbarkeit ist super, aber das sitzt irgendwie doof auf meiner Haut, wenn ich sage, pack mal Sonnencreme drunter, in der Kombination macht das so ein schönes Hautbild. Ich kann es immer nur wieder sagen. Das ist einfach so ein bisschen wie so die dicke Fettcreme, die dafür sorgt, dass die Haut schön versorgt ist. Das gefällt mir optisch total gut, nachdem ich ja auch nicht leicht geschminkt bin, sondern schon auch ein bisschen was drauf habe, dass man trotzdem das Gefühl hat, die Foundation ist schön eingezogen in die Haut ein Stück weit und sitzt nicht oben drauf und bewegt sich, sondern ist wirklich einfach schön verschmolzen und das kriege ich mit dem Effekt hin. Also falls ihr die Estee Lauder zu Hause habt und sagt, irgendwie so richtig funktioniert sie noch nicht, kombiniert sie mal mit der Sonnencreme. Ich habe jetzt in dem Fall die Nivea Sun UV Insensitive, Lichtschutzfaktor 50. Ich hatte mal die von Garnier, die hat sich bei mir aber so ein bisschen abgerollt. Ich finde die Nivea besser. Also packe ich euch die mal in die Infobox und wie gesagt, beste Kombi ever. Als nächstes habe ich mir Dinge gegönnt. Das mache ich normalerweise nicht. Also eigentlich habe ich so in meiner Foundation-Make-up-Geschichte eine teure Foundation, ansonsten bediene ich mich in der Drogerie, so mit Fixing Spray und Lidschatten und so weiter. Ich finde, da findet man super, super schöne Produkte. Aber manchmal habe ich so einen Anfall von, und jetzt gönne ich mir einfach mal was und habe hier mir einen Paint Pot von MAC gegönnt. Diese Paint Pots waren 2000, ich will nicht lügen, 6, 7 auf YouTube der Shit. Ich glaube auch 2007, 2008. Alle und ihr Hund hatten MAC Paint Pots und ich habe immer gedacht, boah, das sieht so schön aus, wenn sie das auftragen und oh, stell mir das auch so schön angenehm auf dem Lid vor und habe es mir aber nie gegönnt, auch weil ich die Kohle nicht hatte. Und jetzt hatte ich irgendwie so einen Anfall von, ich gönne mir jetzt was und habe mir tatsächlich einen MAC Paint Pot gekauft in der Farbe Bare Study. Und das ist einfach nur so ein ganz heller, schimmernder Ton. Das ist ja sowieso generell, was ich aufs Augenlid auftrage. Ich mag da keine große Action. Ich mache so ein bisschen was Schimmerndes aufs Auge und auch gerne so in den Augeninnenwinkel. Und dann, finde ich, mache meine Wimpern genug Wabawum. Und ich finde es so einfach so ein bisschen natürlicher. Ich weiß nicht, ob man das in meinem Fall sagen kann. Aber ich persönlich finde, es sieht dann dadurch natürlicher aus. Man kriegt den Effekt auch wunderbar hin, einfach nur mit einem schimmernden Lidschatten, einem schönen, hellen, schimmernden Lidschatten. Aber das ist schon sehr angenehm aufzutragen. Das ist eben so eine Creme-Konsistenz, die trägt man mit dem Finger auf, kann sich das da schön verteilen auf dem Auge und ich habe das Gefühl, obwohl es ein Creme-Produkt ist, setzt es sich nicht in Fältchen und macht einen sehr schönen Effekt, der auch den Tag überhält. Und ich bin großer Fan, ich habe inzwischen auch angefangen, mir das so ein bisschen hier als Highlighter aufzutragen, auf die Nasenspitze und auch hier auf den Lippenbogen. Nur so ein ganz bisschen, für so ein ganz bisschen Schimmer und so ein bisschen mehr Strahlen. Ich mag gerne einfach, wenn die Haut schön strahlend und gesund aussieht. Und das ist ein sehr schönes Produkt, was auch schön vielseitig verwendbar ist. Und weil ich sowieso schon bei MAC war, habe ich gleich noch einen draufgesetzt und das ist so ein bisschen ein emotionales Produkt, kann man sagen. Die Leute, die mit mir studiert haben, werden jetzt sehr lachen, denn ich habe Jahre, und ich meine Jahre, auf das MAC Fix Plus gespart. Im Studium hatte ich überhaupt keine Kohle. Ich habe wirklich von Monat zu Monat mich gehangelt. Ich habe ganz viel gearbeitet. Ich habe versucht, wirklich alles so hinzukriegen. Aber ich hatte eigentlich nie Geld übrig, um mir irgendwas zu gönnen und wollte aber immer so gerne dieses MAC Fix Plus haben. Das hatten sie auch auf YouTube hoch und runter gehypt und ich hatte dann irgendwann mal, als ich in einem Laden war, wo es MAC Fix Plus gab, da durfte ich das ausprobieren und dachte, oh mein Gott, das riecht so gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und habe ganz, ganz, ganz lange drauf gespart und habe tatsächlich nachher, ich weiß nicht, im 5. oder 6. Semester, also wirklich nach Jahren, mir das kaufen können und war so stolz und so unglücklich, als es leer war. Aber das ist irgendwie für mich so ein Produkt, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Und als ich nur bei MAC stand, dachte ich irgendwie, muss es mal wieder sein. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt gleich wieder nachkaufe. Es gibt genug günstigere Fixing- und Primer-Produkte und so weiter, die man benutzen kann. Ihr wisst ja, wenn ich fertig bin mit allem, gebe ich gerne nochmal ein Spray drauf, weil ich einfach das Gefühl habe, dann ist es nochmal so ein bisschen glowiger. Die Haut ist gut versorgt und wirkt schön prall. Und das kriegt man definitiv auch mit einem anderen Primer oder Finishing-Spray hin. Aber das ist schon schön. Für mich ist es tatsächlich der Duft, was wahrscheinlich für ganz viele von euch dann eher auch ein Kontraargument ist, weil eben Parfum drin ist. Aber ich vertrage es, ich komme damit klar und ich mag einfach dieses Gefühl. Es ist so Wohlfühl und irgendwie macht mich das total glücklich, weil es mich auch daran erinnert, wie ich in meiner Studiebude saß und so unfassbar stolz war, dass ich mir das MAC Fix Plus leisten konnte. Und von daher ist das vielleicht auch eher so eine Inspiration, nochmal drüber nachzudenken, was war denn so ein Produkt, was man mit einer Geschichte verbindet. Und sich das jetzt nochmal so kaufen zu können, so viele Jahre später, mit so einem anderen Stand auch im Leben und auch in mir, ist irgendwie auch von daher so ein bisschen emotional verbandelt. Also Empfehlung Fix Plus, funktioniert super, riecht grandios, ist sehr, sehr, sehr schön, habe ich sehr genossen, ist jetzt schon wieder fast alle, aber eher quasi
in die emotionale Richtung als Inspiration. Dann kriege ich immer wieder Nachfragen zu meinen Haaren. Ihr wisst ja, dass ich mir da selber immer wieder unten so ein bisschen Balayage reinmache. Ich mache das so, wie ich lustig bin. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger. Wenn es mir dann irgendwann zu doll wird, dann nehme ich einfach die Braunfärbung, die ich für den Ansatz brauche, und ziehe die ein bisschen weiter runter in die Haare. Dann kann ich es immer wieder ausgleichen. Aber ich habe auch echt schon Phasen gehabt, wo ich sehr, sehr viel Balayage drin hatte. Gerade so im Sommer, Frühling finde ich das sehr schön, wenn es ein bisschen heller an den Spitzen ist. Finde ich, steht mir einfach besser als nur dunkel. Und wenn man die Haare blondiert, hat man das ja oft, dass sie dann nach einer Zeit so ein bisschen orange werden. Und da haben mich auch schon oft Leute gefragt, wie ich damit umgehe, was ich da mache. Ich habe mich dann so ein bisschen bei Freunden und Familie umgehört, die auch entweder blondierte Haare haben oder von Natur aus blonde Haare haben, was sie so benutzen, was sie empfehlen können. Und alle haben gesagt, lila Shampoo. Das ist die Lösung. Lila Shampoo, das ist so ein bisschen durch die Farbpigmente, die da drin sind, eine Möglichkeit, um das Orange ein bisschen zu neutralisieren und dann eben eher wieder so Richtung aschig zu gehen, was ich schöner finde, weil es einfach natürlicher aussieht. Ich habe mich also in der Drogerie durchgetestet und so gut wie jedes, glaube ich persönlich, jedes lila Shampoo ausprobiert, was ich dort gefunden habe, und keins hat geholfen. Keins hat einen Unterschied gemacht. Ich kann euch echt kein einziges empfehlen. Das Einzige, was ich empfehlen kann, kriegt man online. Das war auch die Top-Empfehlung aus der Familie. Also liebe Grüße an dich. Danke, danke. Und zwar ist das dieses hier. Das heißt Bold Unique, vermute ich mal. Purple Shampoo für blonde, platinfarbene und grau-silberne Haare. Und das ist das Einzige, was richtig geil funktioniert hat. Ich schraube das mal ganz vorsichtig auf. Das ist tatsächlich richtig, richtig lila. Könnt ihr das sehen? Und wenn man das aufträgt in der Dusche, denkt man, um Gottes Willen. Aber es funktioniert. Es sorgt wirklich dafür, dass das Orange verschwindet und dass es einfach wieder so ein bisschen natürlicher aussieht. Und ich liebe das sehr. Man muss aufpassen, dass man es nicht zu lange drauf lässt. Ich lasse es immer so 1 bis 2 Minuten drauf. Und ich würde sagen, ich benutze es vielleicht einmal im Monat. Das heißt, es ist auch wirklich richtig ergiebig. Oder eben dann, wenn ich merke, okay, jetzt war viel Sonnenlicht dran oder Salzwasser oder so, und die Haare kriegen einfach schon wieder so einen orangen Touch, dann eben nach Bedarf. Ansonsten ungefähr so einmal im Monat, um quasi das so zu erhalten, wie es sein soll für mich. Und das funktioniert Bombe. Ich habe das jetzt seit einem Jahr und ich habe vielleicht so viel aufgebraucht. Man braucht nicht viel, gerade wenn es nur so ein bisschen um die Spitzen geht. Wenn ihr natürlich generell die Haare blondiert habt und ihr sucht nach was, werdet ihr schneller aufbrauchen. Aber für mich persönlich ist das eine super Investition. Ich habe sehr, sehr lange was davon und kann das im Speziellen sehr empfehlen, weil es wirklich, wirklich einen Unterschied macht und eben nicht nur lila Sauerei in der Badewanne ist mit keinem Effekt hinterher. Also für den Fall, dass ihr sowas sucht, das hier kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Packe ich euch auch in den. Kommen wir zu einem Favoriten, den ich, glaube ich, schon seit dem Sommer habe, und zwar Ingwer-Shots. Ihr wisst ja, dass ich Ingwer-Shots sehr, sehr gern selbst mache. Ich habe auch auf Instagram, glaube ich, in einem Posting ein Ingwer-Shot-Rezept verlinkt, was ich sehr, sehr gern benutze, was ich sehr lecker finde und was auch, je nachdem, wie man es eben macht, wie viel Ingwer man reinmacht, auch gut scharf ist. Ich persönlich mag aber auch, wenn ich selber gekaufte Ingwer-Shots habe, sehr gern diese hier von Burning Man. Ich finde die für das, was sie sind, vollkommen überteuert. Ich finde die wirklich zu teuer, aber es gibt die immer wieder im Angebot, und wenn die im Angebot sind, kaufe ich mir so den einen oder anderen, weil die eben mit Kombucha sind und ich sie damit auch irgendwie gefühlt ein bisschen besser vertrage mit dem Magen. Da ist Kombucha drin, Ingwer, Oregano, Zitrone und Cayenne-Pfeffer, jetzt war ich kurz mal international, Cayenne-Pfeffer, das brennt ordentlich. Burning Man passt ganz gut. Das hat ordentlich Wumms. Und gerade wenn man denkt, ich merke es irgendwie so ein bisschen im Hals und man will, um Gottes Willen, jetzt nicht noch irgendwie Halsschmerzen kriegen, dann ist das der Knaller. Ich habe Ingwer-Shots für mich entdeckt im August, als ich so dolle Corona hatte. Und immer, wenn ich gedacht habe, oh, gleich ist mein Geschmackssinn weg oder ich bin morgens aufgewacht und hatte irgendwie keinen Geruchs-, keinen Geschmackssinn, habe ich Ingwer-Shots geballert, so 2, 3. Und habe das Gefühl gehabt, ich habe es damit immer wieder so ein bisschen zurückgeholt. Ich weiß nicht, ob das Einbildung war, keine Ahnung, aber seitdem feiere ich Ingwer-Shots und habe eigentlich immer welche im Haus. Entweder die Burning Man Ingwer-Shots, die ich sehr liebe, oder eben selber gemacht, und gebe mir tatsächlich inzwischen jeden Tag einen Ingwer-Shot, weil es gesund ist, weil es ganz gut funktioniert, auch für Hals und so weiter. Und Ingwer ist einfach total gesund und gerade in Kombination mit so gewissen Gewürzen ist es wirklich was, womit man dem Körper was Gutes tut, und das mag ich sehr gerne. Und von daher das so als Erinnerung, gerade weil wir ja noch in der Erkältungszeit sind, Ingwer-Shots sind der Knaller. Wenn ihr keine Ingwer-Shots mögt, macht mal euch selber einen. Ich packe euch mal den Link vom Instagram-Posting in die Infobox, dann könnt ihr euch das Rezept da mal angucken. Und wenn ihr Ingwer-Shots nicht so gerne mögt, weil die so scharf sind, macht ein bisschen weniger Ingwer rein und probiert mal. Ich glaube, ihr werdet für euch ein Rezept finden, was funktioniert, und könnt dann so Stück für Stück steigern und müsst euch nicht einen Burning Man reinziehen und denken, oh mein Gott, ich sterbe. Aber ich merke, dass ich das so ein bisschen steigern kann. Wahrscheinlich komme ich irgendwann so an, dass ich dann den Ingwer-Saft irgendwie pur trinke. Keine Ahnung. Für die nächsten beiden Produkte schäme ich mich, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, in jedem Monatsfavoritenvideo zeige ich euch einen Trinkbecher oder eine Trinkflasche. Und immer sage ich, oh mein Gott, ich liebe das, ich benutze das so viel. Und immer finde ich dann wieder was Neues. Ich habe da wirklich ein Problem, merke ich. Und es ist nicht so, um Gottes Willen, dass ich die Trinkflaschen, die ich nicht mehr nutze, irgendwie im Schrank stehen habe und nicht mehr benutze, sondern ich verschenke die dann an Freunde und Familie. Also die finden einen zu Hause, ich schmeiße sie nicht weg, aber
Das ist irgendwie so wie andere Schuhe oder Handtaschen sammeln, sammle ich irgendwie Trinkflaschen. Ich weiß nicht, was das für eine Störung ist. Aber gebt mir eine Chance. Ich habe tatsächlich den mit Abstand schönsten Kaffeebecher gefunden, den ich je gesehen habe. Und ich muss den mit euch teilen. Ich habe den im, ich glaube, es war ein Dents oder ein Bio-Supermarkt oder so gefunden. Und der ist einfach traumhaft schön. Ich finde ihn so unfassbar schön. Ich mag diese Holzgeschichte hier oben. Ich mag den Aufdruck mit dem Grün und generell auch, wie die Öffnung funktioniert und so. Ich finde den so schön. Ich habe den in Dauerbenutzung. Der einzige Nachteil ist, dass man den nicht in Geschirrspüler packen kann. Ansonsten liebe ich den ohne Ende. Ich habe den sehr viel mit, auch wenn wir unterwegs sind, weil ich den eben so easy peasy tragen kann. Hier den Kaffeebecher, hier das Kind, das funktioniert ganz gut. Und ich finde den optisch einfach so. Oh Gott, dieser Kaffeebecher. Ich habe eine intensive Beziehung mit ihm aufgebaut und ich schleppe ihn wirklich überall hin. Er hält wunderbar warm. Ich habe da sehr gerne nachmittags dann meinen Milchkaffee dabei und kann den nur empfehlen. Also gerade so einen schönen Kaffeebecher dabei haben. Das klingt immer so ein bisschen banal, ne? Auch so ein schöner Kaffeebecher und ich benutze den so. Aber das sind tatsächlich so die Dinge, die mich im Alltag glücklich machen. Eine schöne Tasse morgens, in der ich meinen Kaffee trinke. Schönes Geschirr, auf dem ich esse. Ein schönes Bettzeug, wenn ich ins Bett gehe. Irgendwie, wenn ich sage, oh ja, das ist so eine schöne Kuscheldecke. Und eben so einen schönen Kaffeebecher. Und immer, abgesehen jetzt von Kaffeebechern und Trinkbechern, ich weiß, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber generell, wenn ich jetzt in meinem Haushalt irgendwas austauschen muss, wie zum Beispiel mein Muffinblech oder so, weil es kaputt geht, dann versuche ich immer Sachen zu finden, die ich optisch auch wirklich schön finde. Nicht nur die praktisch sind, klar das auch, aber eher auch vielleicht, wenn ich kann, ein bisschen mehr Geld ausgeben und eben nicht irgendwas Billiges kaufe, was ich dann irgendwie sehe, ist okay, sondern vielleicht tatsächlich nicht immer, aber ab und zu nach was zu gucken, was ich wirklich richtig hübsch finde, damit ich einfach mich Stück für Stück mit Dingen umgebe, die mich glücklich machen. Und das reicht schon so ein Kaffeebecher, den man einfach wirklich jeden Tag in die Hand nimmt und denkt, oh, ist der schön. Das ist so ein bisschen Glücksgefühl im Alltag und mich macht das sehr froh. Um Gottes Willen, ich sage jetzt nicht, tauscht alle eure Sachen aus. Ich bin echt die Letzte, die irgendwas wegschmeißt, was noch funktioniert. Ich benutze alles immer so lange, bis es kaputt geht. Aber wenn ich was austausche, versuche ich eben immer zu gucken, dass ich vielleicht was finde, was mir optisch gut gefällt. Und wenn es zu teuer ist oder ich sage, ich will das Geld nicht ausgeben, dann schreibe ich mir das auf und spare das eben auch für Weihnachten oder meinen Geburtstag oder so. Wenn dann Leute fragen, was wünschst du dir, dass ich was sagen kann. Und das macht mich sehr froh, dieses Kaffeebecher, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich das online finde. Ich gucke mal, ob ich das irgendwo finde. Ansonsten kriegt ihr das, wie gesagt, in Bio-Supermärkten. Große Empfehlung. Wunderschön. Und ich habe sie ja schon angekündigt. Meine neueste Obsession ist diese Trinkflasche. Lasst mich erklären. Ich habe ja sehr viele sehr schöne Trinkflaschen und habe auch welche gehabt, die ich inzwischen verschenkt habe und habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, warum nehme ich die immer nur kurz? Bin total begeistert. Und dann höre ich auf damit. Ich glaube, weil es tatsächlich immer so ist, wenn ich eine neue Trinkflasche habe, dann benutze ich die gerne und trinke daraus viel, weil sie eben neu ist und was ein anderer Impuls, ein anderer Reiz ist. Und wenn sie dann quasi mir bekannt ist, dann höre ich auf, sie zu benutzen. Das ist total dämlich. Woran liegt das? Und warum trinke ich immer wieder dann so schlecht zwischendurch? Und ich habe festgestellt, und das habe ich auch vor Jahren schon in Videos gesagt, dass ich besser und mehr trinke, wenn ich einen Strohhalm habe. Ich habe aber irgendwie nicht die Geduld, wenn ich hier rumlaufe, mit einem Glas und einem Strohhalm rumzulaufen. Ich habe zwischendurch meine Trinkvase durch die Gegend geschleppt. Auch das hat eine Weile funktioniert, aber ich brauche was, was ich wirklich unkompliziert da durch die Gegend tragen kann und auch was, was im Idealfall so ein bisschen Thermogeschichte dabei hat. Also gerade im Sommer mir Eiswürfel reinzuschmeißen, was ich jetzt aber aktuell auch mache, so ein bisschen Eiswürfel oder kalte Früchte oder gefrorene Früchte da reinschmeiße, damit es einfach ein kaltes Wasser ist und ich trinke wirklich sehr, sehr viel mehr. Ich habe die jetzt zu meiner Verteidigung seit Anfang Dezember. Wir haben jetzt Ende Februar und ich benutze sie immer noch. Ich bin immer noch großer Fan und einfach happy damit. Diese Trinkflasche kommt mit verschiedenen Aufsätzen. Ich benutze eigentlich nur die hier mit dem Strohhalmteil drin. Die lässt sich auch easy sauber machen, wenn ihr Glasstrohhalme zu Hause habt und diese kleinen Bürstchen, mit denen man das sauber macht. Damit kriegt man das auch einfach easy peasy sauber. Ich mache mir da morgens gleich mein Wasser rein, schmeiße mir da gefrorene Erdbeeren rein oder gefrorene Mangos oder was ich eben an Tiefkühlgemüse so da habe. Oder einfach auch nur so und Eiswürfel rein. Da passen 750 Milliliter rein, also eine richtig schöne Größe. Ich habe es auch nicht gern, wenn ich nur so 500 Milliliter habe, weil ich merke, dass ich dann nur am Rennen bin, das Ding auszufüllen. Ein Liter ist aber dann auch wieder so eine Größe, die ich dann eher nicht mitnehme, sondern zu Hause stehen lasse und denke auf den Spielplatz, scheiße, jetzt wäre es irgendwie gut, wenn ich mein Wasser dabei hätte. Die hat für mich persönlich die perfekte Größe und das, was ich festgestellt habe, wenn ich am Rechner sitze, dann habe ich die inzwischen echt so zwischen den Armen und immer, wenn ich dran denke, nehme ich mal einen Schluck. Und bin dadurch auch am Rechner, wo ich normalerweise abgelenkt bin und eben nicht dran denke, immer wieder dabei und trinke Stück für Stück mein Wasser aus. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten keine Trinkflasche mehr zeige, weil ich jetzt bei der bleibe. Aber ich bin ein wirklich großer Fan. Die ist von Winsum. Ich verlinke euch das wie immer alles auch in der Infobox und hoffe, dass ihr mich nicht auslacht. Das ist doch absurd, ne? Warum hat man so eine Obsession mit bestimmten Gegenständen? Ich weiß nicht, habt ihr sowas? Bitte sagt mir, ich bin nicht allein. Thank you.
Dann habe ich etwas für mich entdeckt, auch schon ein bisschen länger, aber jetzt speziell bin ich da irgendwie sehr hängen geblieben, und zwar bei Input für den Kopf. Ihr wisst ja, dass mir total wichtig ist, mich weiterzuentwickeln und auch über neue Themen Dinge zu lernen. Und ein großes Thema, was mich aber immer interessiert, ist Psychologie. Und gerade nachdem die letzten Monate für mich emotional sehr schwierig waren und ich so durch verschiedene Dinge gehe, gerade die schwer zu verarbeiten und zu bearbeiten sind, ein Hoch auf meine Therapeutin, ich bin so froh, dass ich die habe, bin ich irgendwie dadurch nochmal wieder mehr mit dem Thema konfrontiert, was mich angeht, aber auch natürlich generell finde ich das ein super spannendes Thema und habe da so verschiedene Möglichkeiten, mich zu informieren. Und eine ist die Psychologie heute. Die kaufe ich mir schon seit Ewigkeiten immer wieder neu. Ich habe jetzt hier die Kompaktversion, die finde ich inzwischen ein bisschen besser noch, weil die Themen mich mehr interessieren. Und immer, wenn ich irgendwie an einem Zeitschriftenladen vorbeigehe und ich dran denke, kaufe ich mir die. Ich habe jetzt kein Abo oder so, aber generell finde ich die einfach sehr, sehr, sehr cool und habe jetzt auch angefangen, mir online alte Ausgaben zu kaufen, bei denen mich einfach das Thema interessiert. Also in dem Fall hier geht es um Menschen, schwierige Menschen, von Nervensägen bis Narzisst. Wie erkennen wir sie und wie können wir im Alltag mit ihnen umgehen? Das ist immer sehr, sehr interessant aufgemacht, finde ich, und auch gut runtergebrochen, sodass man als Laie das auch gut verstehen kann. Und da jedes Mal auch wieder so Momente hat, wo man denkt, krass, das hätte ich nie gedacht. Also in dem Fall sind hier eben auch Umgangsformen, zum Beispiel mit Narzissten drin. Oder was ich auch sehr, sehr praktisch finde, solche Praxistipps haben sie hier drin, so die Wut entschärfen, eben auch so generelle Umgänge mit Situationen, also erstmal realisieren, woher kommt was, warum geht es mir so, das Gefühl identifizieren können und dann überlegen, wie kann ich mit dem Gefühl umgehen. Manchmal denken die auch nochmal anders um die Ecke und es hat mir nicht nur so rein Interesse halber gut getan, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, sondern tatsächlich in der Therapie bringt mich das sehr schnell weiter, weil ich manchmal Dinge selbst erkennen kann und eben dann auch sage, Mensch, könnte es denn sein, dass es für mich jetzt hilfreich wäre, das und das zu machen und dann eben auch das direkte Feedback von meiner Therapeutin kriege, dass ich sozusagen auch die Infos, die ich bekommen habe, gut auf mich anwenden kann und verstehen kann, okay, das ist was, das ist zwar per se richtig, funktioniert aber für mich nicht, weil. Und ich bin da einfach Fan von. Auch so Kommunikationsmöglichkeiten, wie man richtig kritisiert und was eben passiert, wenn jemand schlecht auf Kritik reagiert, was könnte das für Anzeichen haben und so weiter. Ich finde das sehr, 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 sehr spannend und mag das einfach sehr, mich damit auseinanderzusetzen. Und gerade wenn ich abends dann irgendwie fertig bin mit allem und alles aufgeräumt habe und dann mit meinem Tee noch auf der Couch sitze, gebe ich mir gerne mal eine Runde Psychologie heute. Das klingt, als wenn ich voll so die intellektuelle Troller bin, ne? Die nie den Fernseher anmacht und einfach nur abends dann mit meinem Tee auf der Couch sitze und Psychologie heute lese. Freunde, ich gucke auch ACTV, okay? Ich gucke auch all die Sendungen, die ihr wahrscheinlich ganz schlimm findet und nie gucken würdet. Für mich macht es immer die Mischung und so die Balance. Und je nachdem, was ich gerade brauche, mache ich eben. Und aktuell bin ich Fan davon. Oh Gott, ey. Es ist voll das Bild jetzt. Ich kaufe im Bioladen meinen Kaffeebecher und lese abend meinem Tee der Psychologie heute. Das ist nicht, das bin nicht ich, okay? Mehrere Facetten. Oh Gott. Dann habe ich eine wahrscheinlich auch eher Kategorie an Dingen, die ich euch empfehlen wollte oder über die ich sprechen wollte. Und zwar LED-Kerzen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr meinen Struggle mit den LED-Kerzen mitbekommen. Ich wollte gerne für Vimy jetzt dieses Weihnachten einfach so ein bisschen Magie zaubern. Ich habe so verschiedene Sachen gemacht, so kleine Traditionen angefangen zu Weihnachten, weil ich einfach möchte, dass Vimy neben einer aktiven Kindheit und einer Kindheit, in der er viel lernt und wachsen darf und Platz für sich hat und einfach in sich ankommen kann, wollte ich trotzdem eben auch so ein bisschen Magie. Weil ich weiß, dass als Kind, wenn jemand so ein bisschen magische Momente für mich gezaubert hat, die Sachen sich komplett in mein Hirn gebrannt haben und ich viele Sachen auch erinnere aus einer Zeit, wo man eigentlich noch kein richtiges Bewusstsein hat, aber eben nur so sequenzenmäßig so besondere Momente, die meine Großeltern geschaffen haben oder meine Eltern geschaffen haben oder einfach so Magie eben. Und ich wollte gern für Vimy so ein bisschen Magie machen und bei uns ist ja zu Weihnachten der Weihnachtself eingezogen und der hat eben an Heiligabend Zauberkerzen an die Decke gemacht. Ich habe also versucht, wie bei Harry Potter, hier in diese Öffnung, also die öffnen sich oben so, da kommen dann die Batterien, in meinem Fall Akkus rein, den Nylonfaden reingedingelt und dann zugemacht, damit der quasi hier so hängt und dann habe ich sie so von der Decke baumeln lassen, mit so einem Tesa Powerstrips angebracht. Ich war nicht ganz klug, weil ich vergessen habe, dass der Witz an den Tesa Powerstrips ja ist, dass man die danach greifen kann und wegziehen kann. Ich habe dummerweise diese Haken, die man damit kombinieren kann, drüber gepackt, sodass ich die nicht wegziehen konnte. Das war nicht so schön. Ich muss eventuell in der Küche nochmal die Decke streichen. Aber es hat gut funktioniert und Vimy kam eben Heiligabend aus seinem Zimmer morgens und in der Küche baumelten die LED-Kerzen. Und er hat sich so gefreut. Er fand das so schön. Er hat dann auch irgendwann geschnallt, dass man die mit der Fernbedienung an- und ausmachen kann. Das hat er natürlich auch selber gemacht. Am Anfang haben wir noch so rumgezaubert. Guck mal, ich kann die anpusten. Der ist einfach sehr clever leider. Aber er hat sich total gefreut und es hat mich wiederum total glücklich gemacht. Das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Ich packe sie jetzt mal in den Koffer zurück, in dem die Weihnachtsdeko ist. Aber es ist irgendwie so ein schönes, kleines, zartes Element,
Moment nicht so viel Shishi, aber eben so ein schöner Effekt. Und es hat mich sehr glücklich gemacht. Und es hat mich daran erinnert, dass meine Omi auch Riesenfan ist von LED-Kerzen. Gerade weil eben es auch viele gibt, die so mit Timer-Funktionen funktionieren. Dass man eben einmal sagt, immer um 17 Uhr gehst du bitte an und leuchtest dann 5 Stunden und gehst wieder aus. Und ich habe ja hier im Arbeitszimmer, das könnt ihr jetzt nicht sehen, da oben wie so eine kleine Empore. Und irgendwie dachte ich schon ein paar Mal, irgendwie müsste man da Licht anbringen. Ich habe es auch mal mit Lichterketten probiert, es hat nicht so funktioniert. Und jetzt habe ich mir so kleine LED-Kerzenlichter besorgt, die man tatsächlich auch wunderbar aufladen kann. Das heißt, ich brauche da nicht extra Akkus oder Batterien für oder so. Und die habe ich da oben jetzt stehen und die gehen immer abends an. Und gerade so in der dunklen Jahreszeit finde ich das so schön, wenn von da oben plötzlich so ein warmes, gelbes Licht kommt. Und ich habe dann irgendwie hier auch im ganzen Raum eine schöne Stimmung. Und das sind auch wieder so Kleinigkeiten. So Licht, gerade zur dunklen Jahreszeit, macht so viel aus. Wie oft ist man frustriert, wenn man morgens aufsteht und es ist grau in grau in grau und will nicht wärmer werden und will nicht mehr Sonne geben. Man hat das Gefühl, es ist für immer dunkel. Wenn man dann aber in seiner Wohnung schöne Kerzen aufgestellt hat und eben so schöne Lichtstimmungen hat, macht das einfach sehr viel mit meinem Wohlbefinden. Für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht anders seid, aber ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Und die waren nicht besonders teuer und die machen wirklich sehr viel mit unserem Wohlbefinden. Also nicht nur mit meinem. Auch Vimi liebt die total. Ich werde ihm nicht sagen, dass es auch dafür eine Fernbedienung gibt und ich hoffe, ihr tut es auch nicht. Aber ich habe die einmal eingestellt und die gehen immer zur gleichen Zeit an und Vimi freut sich immer, wenn wir nach Hause kommen von unseren kleinen Abenteuern nachmittags und die Kerzen leuchten. Das ist irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Jetzt kommt das große Finale und daran seid ihr ein bisschen schuld. Ich habe immer wieder in den letzten Monaten überlegt, dass ich eigentlich total gerne wieder einen Akkustaubsauger hätte. Ich habe ja meinen Miele Cat & Dog gehabt, den wir sehr viele Jahre benutzt haben und der gut funktioniert. Ich brauche einfach auch einen Staubsauger, der gut Wumms hat, weil eben viele Katzenhaare und Katzenstreu und Spielplatzsand und so weiter. Also es ist immer sehr schnell so, dass in meiner Wohnung der Boden schweinemäßig aussieht. Ich muss wirklich jeden Tag saugen. Und diesen Staubsauger rauszuzotteln, dann eben mit dem Kabel und dann immer umstecken und so, das hat mich total genervt. Und ich war an sich mit der Handhabung total happy, aber der hatte nicht genug Wumms, um den ganzen Quatsch wirklich aufzusaugen. Deswegen war ich so ein bisschen abgeschreckt. Und es hatte sich aber in meiner Familie jemanden Dyson besorgt und war so, oh, total geil und ich liebe den total. Und ich habe mir den dann auch angeguckt und dachte, boah, das ist so viel Geld. Will ich das wirklich ausgeben? Was ist, wenn ich damit nicht happy bin? Scheiße. Und habe euch gefragt und habe total gemischte Meinungen bekommen, die einige gesagt haben, boah, Dyson, bestes Teil ever. Einige haben, Dyson geht gar nicht für den Preis, das ist viel zu viel und dann saugt er gar nicht, hat er nicht genug Wumms und man kann den Akku nicht austauschen und so weiter. Und ich war sehr hin und her gerissen, was ich jetzt damit mache. Ich habe sehr viel mit euch hin und her geschrieben und unter anderem eben auch Leuten, die sich ein bisschen spezieller auch beruflich mit Staubsaugern auskennen. Liebe Grüße an dich, ich hoffe, du weißt, wer du bist. Und bin wieder ab vom Dyson gekommen und bei Bosch gelandet. Ich habe ja schon eine Waschmaschine von Bosch und meinen Geschirrspüler von Bosch, also auch eine Marke, mit der ich insgesamt sehr, sehr happy bin. Und jetzt habe ich mir eben den Akkustaubsauger davon besorgt. Der hat quasi so ein langes Staubsaugerteil, der hat kürzere Aufsätze, es gibt auch noch mehr Aufsätze und der große, große Vorteil von dem Ding ist, A, hat der genug Wumms, um tatsächlich auch Katzenstreu und Katzenhaare super aufzusaugen. Der hat auch nochmal eine Turbo-Taste, wenn man über Teppiche geht, auch das funktioniert richtig, richtig geil. Aber das Hauptargument für mich war tatsächlich, dass man den Akku austauschen kann. Das geht bei den Dyson-Geräten, glaube ich, nicht oder nur bei dem allerneuesten, was schweineteuer ist. Und das ist schon echt ein Gamechanger. Man kann sich also hier mehrere Akkus kaufen und kann die aufgeladen liegen haben und einfach unendlich saugen. Man muss sich da nie wieder Gedanken drüber machen. Und das war für mich einfach der Punkt. Weil ich mir nichts Ätzenderes vorstelle, als irgendwie, okay, es kommt Besuch, ich will schnell noch durchsaugen. Oh nee, der Akkustaubsauger ist leer. Da hat man einfach die Möglichkeit, so ein bisschen vorzusaugen. Und ich finde den auch sehr schön. Der ist schön leicht, den kann man gut bedienen. Der macht genau, was er soll. Und ich merke, dass ich sehr viel schneller und sehr viel mehr sauge. Dass ich wirklich morgens, wenn ich mich fertig gemacht habe, innerhalb von 10 Minuten einmal durch die Wohnung fuchtel und das Katzenstreu ist weg und die Katzenhaare ist weg. Und ich habe nicht mehr so diesen Build-up, dass ich immer denke, oh, jetzt muss aber wirklich, jetzt sieht es aus wie Sau. Es ist einfach generell, seit er da ist, sauberer auf unseren Böden, was ich sehr, sehr liebe. Ich mache dann natürlich auch alle paar Tage da mal so eine richtige Grundreinigung mit dem Turbo-Teil und sehe zu, dass ich wirklich alles richtig, richtig grundreinige und dann auch durchwische und so. Aber so gerade für den täglichen Gebrauch ist das perfekt und er hat auch genug Wumms, um als einziger Staubsauger im Haushalt zu sein. Denn was ich nicht wollte, war ein Zweitstaubsauger zu meinem Miele, sondern ich wollte wirklich einen, der den Miele ersetzen kann und das tut der absolut und love, 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 love. Ansonsten, was Entertainment und Co. angeht, habe ich leider keinen so einen richtigen Tipp, weil ich zum einen keine Musik hören konnte. Ich habe so 2-3 Mal mit Freunden so ein bisschen Musik gehört, um gute Laune zu kriegen und so weiter. Aber so generell bin ich momentan so ein bisschen weg von Musik, weil mir das einfach gerade nicht so gut tut. Und auch so was Hörbücher angeht, habe ich sehr viel gehört. Ich bin jetzt gerade noch bei einem Roman, den ich euch wahrscheinlich dann bald empfehlen werde. Aber sonst bin ich gerade sehr viel bei Sachbüchern und speziellen Themen, die mich gerade sehr beschäftigen. Das würde ich jetzt deswegen nicht mit euch teilen. Aber generell kann ich euch empfehlen, wenn es irgendwie
irgendwas gibt, was euch im Leben so ein bisschen beschwert oder sehr beschäftigt, euch wirklich da thematisch reinfallen zu lassen. Denn ich merke immer wieder, dass je mehr ich Dinge verstehe und je mehr ich Zusammenhänge begreife und je mehr ich auch mein Verhalten verstehen kann, wie ich in bestimmte Situationen gekommen bin und so weiter, desto eher kann ich das für mich heilen und loslassen und Verständnis für mich haben, Verständnis fürs Gegenüber haben oder für die Situation im Allgemeinen und bin nicht so verbissen darin. Wisst ihr, was ich meine? Also da ist ja auch jeder anders. Die einen sagen, boah, wenn mir sowas passiert oder was Schlimmes passiert oder ich irgendwas habe, was mich beschäftigt, ist das Beste für mich, das erstmal loszuwerden und meinen Fokus woanders raufzulenken. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Für mich ist immer wichtig, dass ich das eben nicht wegdrücke, weil ich genau weiß, dass ich nicht dahin zurückgehe und dass es dann wie so ein Päckchen auf mir sitzt und ich das nie so richtig bearbeite oder damit umgehe. Deswegen versuche ich mich dann thematisch tatsächlich auch sehr viel damit auseinanderzusetzen, bis der Punkt kommt, wo ich merke, okay, ich habe es wirklich begriffen, ich habe es wirklich verstanden und dann kann ich es loslassen und auch mit Güte dann zurückgucken auf bestimmte Situationen oder auf bestimmte Zeiten und sagen, das war so, das wird mir so nie wieder passieren, aber es ist gut, dass es jetzt so gekommen ist und dass ich verstehe, wie es dazu gekommen ist. Ich hoffe zum einen sehr, dass ich euch nicht verschreckt habe mit der 85. Trinkflasche, die ich euch gezeigt habe. Die ist wirklich toll, ich liebe die sehr. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren, auch nochmal zu gucken, was für euch vielleicht Dinge sein können, die euch so ein bisschen glücklich machen oder einfach so kleine Unterstützungen im Alltag sind. Wenn ihr irgendwie teilen wollt, was euch glücklich gemacht hat, vielleicht auch welche Musik ihr gehört habt oder welche Podcasts ihr momentan empfehlen könnt, macht das sehr gerne in den Kommentaren, dann klicke ich mich da auch mal durch. Vielleicht komme ich mal wieder rein. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann!